Herzlich willkommen zu unserem Videotutorial zur Methodenkarte Interaktive Arbeitsblätter mit LibreOffice Writer erstellen. Und es wird ein relativ kurzes Tutorial-Video. Es geht im Wesentlichen darum, wie ich in LibreOffice Writer, also in der Textverarbeitung des LibreOffice-Paketes, mit QR-Codes arbeiten kann und die auch direkt in der Anwendung erstelle. Es gibt noch diverse andere Methodenkarten, die sich mit der Erstellung von QR-Codes beschäftigen. Hier geht es aber direkt um die Anwendung in LibreOffice selbst. Das QR bei QR-Codes steht für Quick Response, also die schnelle Reaktion oder der schnelle Zugriff auf Informationen. Zunächst mal öffnen Sie bitte LibreOffice Writer. Ich habe das schon getan. In meiner Taskleiste befindet sich dieses Symbol. Sie können natürlich auch über den Startbutton, über das Windows-Symbol hier unten, hineintippen und finden dort dann die Anwendung LibreOffice Writer. Wie Sie dorthin kommen, ist Ihnen überlassen. Wir haben jetzt also ein leeres Textdokument und möchten hier gerne einen QR-Code hinterlassen bzw. einfügen. Das tun Sie tatsächlich über den Button oder den Menüreiter Einfügen und hier über das Untermenü OLE-Objekt. Bei manchen LibreOffice-Versionen steht da auch nur Objekt. Dann klicken Sie auf QR und Barcode und kriegen dieses Menü angezeigt. Sie können sich entscheiden, ob Sie einen QR oder einen Barcode, also einen Strichcode nehmen. Das können Sie hier differenzieren. Wir entscheiden uns für den QR-Code. Und jetzt wird hier oben der Text eingefügt, beziehungsweise die Internetadresse. Die holen wir uns aus unserem Browser und wir möchten gerne ein Video von YouTube mit einem QR-Code versehen. Es soll dieses wunderbare Video sein und wir klicken auf das Drei-Punkte-Menü, auf Teilen und hier können wir den entsprechenden Link in den Arbeitsspeicher kopieren, durch einen Klick auf Kopieren. Wir gehen zurück in unser Textdokument und können hier per Rechtsklick und Einfügen oder aber auch über die Tastenkombination STRG und V den soeben kopierten Code einfügen. Alles, was Sie jetzt noch machen müssen, ist OK zu drücken und siehe da, unser QR-Code erscheint an der gewünschten Stelle. Und das machen Sie genau in dieser Reihenfolge bzw. in dieser Art mit allen anderen Ressourcen, die Sie hier für Ihre Schüler zugänglich machen möchten. Die Schüler müssen nun nichts anderes mehr tun, als mit einer Kamera versehenen Gerät und einer Scanner-App diesen Code entsprechend einzuscannen, um dann zur gewünschten Internetressource zu kommen. Ich hoffe, dass Ihnen dieses kurze Tutorial hilft und danke für Ihre Aufmerksamkeit.